Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Kaiserschnitt, beziehungsweise ich gebe euch Tipps und Tricks, wie ihr nach dem Kaiserschnitt wieder fit werdet und beantworte auch ein paar Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, denn da habe ich euch gefragt, was ihr auf jeden Fall wissen wollt. Ich hatte ja einen ungeplanten Kaiserschnitt. Wer meinen Geburtsbericht noch nicht gesehen hat, ich kann euch den gerne hier oben einmal verlinken, denn der ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet und ich merke gerade, dass mein Fenster offen ist. Moment. An dieser Stelle wollte ich mich auf jeden Fall für jeden einzelnen Kommentar bedanken. So viele haben einfach mit mir mitgeweint, mitgefühlt, nicht mitgefiebert, das ist nicht das richtige Wort, aber einfach diese Anteilnahme, das war wirklich überwältigend. Also ich habe mich ja einfach nur hingesetzt und einfach erzählt und habe mir da keine Notizen oder so gemacht. Ich habe dann später, als ich mir den Bericht angeguckt habe, gemerkt, okay, du hast das und das vergessen und das, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Mir war auch nicht bewusst, dass so viele von euch auch eine Horrorgeburt hatten oder dass sich vieles ähnlich wie bei mir abgespielt hat. Aber darum geht es jetzt erstmal in diesem Video nicht. Wie gesagt, schaut euch das Video gerne an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und bevor wir jetzt mit dem Video starten, eine Sache möchte ich auch nochmal klären. Mir haben auch einige unter dem Video geschrieben, dass sie jetzt keine Kinder wollen und dass sie jetzt Angst haben und das ist doch total assi von mir wäre, dass ich so vielen Schwangeren oder sage ich mal Frauen, die noch kein Kind haben, Angst machen. Ich habe extra vor dem Video nochmal gesagt, Leute, wenn ihr sensibel seid, wenn ihr noch nie ein Kind geboren habt, was auch immer, dann schaut euch das Video nicht an, denn es ist keine leichte Kost und das habe ich gesagt und wenn ihr euch das trotzdem anguckt, dann ist das doch nicht mein Problem oder dann seid ihr doch einfach selber schuld. Das ist doch genauso wie, wenn man irgendwie in den Fluss springen will, keine Ahnung, in den Rhein und dann steht da ganz fett, Vorsicht, Lebensgefahr und du jumpst da trotzdem rein und kackst dann ab, dann ist das doch nicht mein Problem. Wer sowas nicht sehen kann, sollte sich das Video nicht anschauen. Wenn ihr es trotzdem tut und dann Schiss habt, dann seid ihr selbst schuld. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Fragen, die ihr mir eben auf Instagram gestellt habt. Und dann gucke ich einfach mal, ob das, was ich euch auf jeden Fall erzählen möchte, dann mit der Frage einhergeht oder ob meine Tipps dann eben dazu passen. Hier fragt jemand, was sind deine Vorbereitungstipps fürs Wochenbett? Also so wirkliche Vorbereitungstipps habe ich eigentlich nicht, weil ich ja einen ungeplanten Kaiserschnitt hatte und somit mich ja nicht wirklich darauf vorbereiten konnte. Ich habe mich nur auf eine spontane Geburt vorbereitet, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch wirklich mit dem Thema Kaiserschnitt auseinanderzusetzen, auch wenn ihr plant, spontan zu entbinden und keinen Kaiserschnitt wollt. Manchmal spielt das Leben anders und dann habt ihr einfach keine Wahl, weil ihr entweder in Gefahr seid oder euer Baby oder ihr beide. Und dann ist das Ganze, finde ich, nicht so schlimm, weil ich habe mich zum Beispiel mit dem Kaiserschnitt überhaupt nicht auseinandergesetzt und deswegen war das, glaube ich, für mich nochmal doppelt so schlimm. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist die richtige Kleidung und Unterwäsche, denn die ist meiner Meinung nach fürs Wochenbett wirklich das A und O. Ich habe zum Beispiel keine Tangas oder so ein Quatsch getragen, also keine Dessous oder sonst irgendwas. Also das ist das Letzte, woran ihr denkt, wenn ihr entbunden habt. Ich hatte so ganz normale Unterhosen, die einen wirklich sehr weichen Bund hatten. Das heißt, der Bund hat mir weder in meine Hüfte geschnitten, noch sonst irgendwo rein. Und die Narbe ist ja ein bisschen über eurem Schambein. Und deshalb ist es sehr wichtig, jedenfalls für mich, dass man wirklich sehr bequeme Unterwäsche trägt. Also ich habe diese Slips zum Beispiel in der Klinik getragen. Ich war insgesamt 5 Tage im Krankenhaus. Und für zu Hause habe ich diese Dinger hier genommen. Das sind solche Panties und die sind hier oben super, super elastisch. Also in der Klinik, glaube ich, hatte ich ein paar dabei und das habe ich nicht so gern, was heißt nicht gerne getragen, es hat halt alles noch wehgetan. Aber egal, was ich getragen habe, es hat die Narbe hat einfach immer geschmerzt. Und die Dinger kann ich euch echt empfehlen, besonders weil ihr eben dicke Binden tragen werdet. Und hier habt ihr einfach super viel Platz, um das Ganze wirklich zu verstauen und es sitzt halt einfach gut am Körper und ihr habt nicht das Gefühl, dass das irgendwo ausläuft oder irgendwas nicht richtig sitzt oder so. Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Also alles, was ihr heute seht, die habe ich nämlich auf Amazon bestellt. Ich würde euch auch eher raten, was Schwarzes zu nehmen, denn Weiß oder Grau werdet ihr danach nicht mehr tragen können, falls mal was daneben gehen sollte. Und bei Schwarz, ja, ist es halt nicht so schlimm. Und solche Wöchnerin-Slips, die hatte ich ja mal in meiner Kliniktasche gezeigt, dass ich mir die geholt habe. Die bekommt ihr zwar vom Krankenhaus, aber die im Krankenhaus waren zum Beispiel nicht so
fest und saß nicht so gut wie die hier. Also die haben mir echt das Leben gerettet. Also die habe ich zum Beispiel über meine Unterhosen getragen. Anfangs, ganz am Anfang, habe ich die noch ohne Unterhosen getragen. Wirklich dann nur mit den Slips drin und dann das Ding einfach drüber, damit die eben halten. Und dann, als es weniger mit der Blutung wurde und ich mich auch besser bewegen konnte, habe ich dann eben die einfach nochmal über die Unterhose gezogen. Dann habt ihr einfach viel mehr Halt und die kann ich euch wirklich empfehlen. Also die könnt ihr auch übrigens beim DM kaufen und sind wesentlich besser und stützender als die im Krankenhaus. Und Binden. Ich habe zwei Marken ausgetestet. Eine von Yesia, glaube ich, und eine von Camellia oder so. Die habe ich euch schon mal in einem meiner Vlogs gezeigt und die sind wirklich super, super, super gut gewesen. Ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo ich diese dicken Binden nicht mehr brauche. Da ich die Binden natürlich jetzt nicht mehr benötige und nicht mehr nachgekauft habe, kann ich sie euch jetzt hier nicht so in die Kamera halten. Aber ich blende euch hier mal zwei Bilder ein, die ich benutzt habe und die ich auch wirklich beide weiter empfehlen kann. Ihr findet die auch nochmal in der Infobox und die sind wirklich super. Übrigens habt ihr mir die damals empfohlen, als ich meine Kliniktasche gepackt habe und mir die von Always gekauft habe, also völliger Fehlgriff, haben viele von euch diese zwei Marken empfohlen und deswegen habe ich genau die gekauft und die sind wirklich top. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Erschreckt euch nicht, wenn euer Stuhl sehr dunkel bis schwarz ist, also so ein bisschen gräulich. Und kennt ihr diese Farben? Wenn man alles irgendwie miteinander mischt, dann ist das so eine undefinierte Farbe. Sorry, dass ich jetzt über das Thema rede, aber erschreckt euch da einfach nicht. Meine Freundin hat mich damals auch vorgewarnt. Hätte sie mich nicht vorgewarnt, hätte ich mich wirklich erschrocken, weil das sieht echt ein bisschen komisch aus. Also, das ist ganz normal, weil ihr eben so viele Medikamente reingepumpt bekommt und das muss der Körper erstmal alles rausspülen und verarbeiten. Also keine Panik, falls ihr nach dem Kaiserschnitt ja eben etwas dunkleren Stuhl habt. Dann fragt jemand, ob ich ein emotionales Tief nach dem Kaiserschnitt hatte. Ja, hatte ich. Also ich hatte sogar, bevor wir den Kaiserschnitt überhaupt gemacht haben, ein sehr extremes Tief, denn ich habe mir richtig extreme Vorwürfe gemacht, dass ich es nicht geschafft habe, mein Kind selbst auf die Welt zu bringen und das eben nach fast 24 Stunden Wehen. Ich hatte so ein richtiges Down. Also ich war zwar froh in dem Moment, für einen kurzen Moment, dass jetzt der Kaiserschnitt kommt, aber eher, dass ich mein Kind endlich auf den Armen halten kann, aber nicht, dass er jetzt einfach geholt wird, weil ich wollte immer, dass er von ganz alleine kommt. Er hat es zwar versucht, aber es hat irgendwie nicht geklappt und ich hatte echt ziemlich lange dran zu knabbern, ja, eben, dass ich es einfach nicht geschafft habe, selbst mein Kind auf die Welt zu bringen. Aber mir hat letztens ein Kommentar echt weitergeholfen. Mein Sohn hat sich ja verkeilt und deswegen konnte er eben nicht in den Geburtskanal oder eben tief ins Becken rutschen. Wären wir nicht so weit eben mit der Medizin, dann wäre entweder ich oder er oder wir beide gestorben, ja. Und die Zuschauerin hat recht, es ist halt einfach so. Ich kann froh sein, dass wir beide gesund sind, dass es meinem Kind gut geht, dass es mir jetzt mittlerweile gut geht. Aber ich hatte wirklich ungefähr eine Woche danach dran zu knabbern. Auch an sich, jedes Mal, wenn ich ihn angeguckt habe, war ich einfach so voller Glück und im nächsten Moment hat mich das immer wieder an die Geburt erinnert und das war schon etwas traumatisch und deswegen musste ich sehr oft weinen. Ihr habt bestimmt schon was vom Babyblues gehört, dass man nach der Geburt ja oft weint, denn der ganze Hormonhaushalt verändert sich wieder und deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall so ein bisschen auf ein Hormongefühlschaos einstellen, denn das wird definitiv kommen. Dann schreibt hier jemand, ob ich es gut verkraftet habe, dass ich nicht mitbekommen habe, wie Yoshi auf die Welt gekommen ist. Das habe ich Gott sei Dank mitbekommen. Deswegen habe ich ja so doll geweint, auch in dem Video, weil ich war so unfassbar froh und dankbar, dass ich ihn wirklich noch das erste Mal sehen konnte, seinen ersten Schrei gehört habe. Denn unmittelbar, nachdem sie ihn eben rausgeholt haben, habe ich es ja erst als wirklich schlimm empfunden. Ich habe es ja vorher schon als grenzwertig empfunden und nachdem sie ihn dann eben rausgeholt haben, wurde es dann immer schlimmer. Die haben ihn dann eben weggebracht und dann haben die Schmerzen erst richtig angefangen und deshalb bin ich froh, dass ich den Teil, nachdem sie ihn eben rausgeholt haben, nicht mehr mitbekommen habe. Das war dann wirklich so und dann bin ich auf einmal wieder aufgewacht. Ich glaube, ich hätte auch daran wirklich zu knabbern, wenn ich komplett weg wäre und sie mein Kind geholt hätten und ich es erst irgendwie ein oder zwei Tage später mitbekommen hätte. Ich glaube, das wäre echt schlimm gewesen. Die nächste Frage ist, ob mein Mann denn überall und bei allem dabei sein durfte. Ja, das durfte er tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das in anderen Krankenhäusern anders ist, aber er durfte wirklich die ganze Zeit bei mir sein. Auch im OP. Klar, er musste sich erstmal steril machen, durfte dann in den OP.
Als ich aber dann schlafen gelegt wurde, musste er dann den OP verlassen, was auch völlig okay ist, weil mit mir kann er sowieso nicht reden oder mir irgendwie zu gut zureden oder sonst irgendwas. Aber während der ganzen Geburt war er die ganze Zeit bei mir. Also da gab es wirklich keinen Moment, wo er irgendwie weg war, vielleicht mal auf Toilette oder so. Aber das fand ich toll. Also da hat auch keiner irgendwie Probleme gemacht, also wirklich niemand, und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Dann habe ich hier zwei Fragen. Warst du sehr eingeschränkt nach dem Kaiserschnitt, beziehungsweise wann konntest du das erste Mal aufstehen nach dem Kaiserschnitt? Also bei mir war das wohl richtig krass. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zu mir gekommen bin. Auf jeden Fall bin ich das erste Mal schon in der Nacht um 1 Uhr morgens oder so aufgestanden. Ich hatte auch keinen Katheter mehr. Den haben sie mir dann direkt danach gezogen. Und ja, dann bin ich halt direkt mit einer Hebamme und einer Schwester auf Toilette gegangen. Die haben mir auch wirklich super gut geholfen. Die haben mir so einen Toilettenstuhl gebracht, weil bis zur Toilette habe ich es dann nicht ganz geschafft. Aber ich habe es halt geschafft, mich aufzurichten, mich an die Bettkante zu setzen. Und ich musste das wirklich so langsam machen. Also ich habe das in so einem ultra langsamen Schneckentempo gemacht. Das war wirklich unfassbar, aber es ging auch gar nicht anders. Die Freundin von meinem Bruder war total erstaunt, dass ich so schnell aufgestanden bin, weil auch meine Schwägerin, also die Schwester von meinem Mann, hat gesagt, dass sie erst nach 2 oder 3 Tagen aufgestanden ist. Und das ist schon der nächste Tipp, den ich an euch habe. Versucht, so schnell wie möglich aufzustehen. Je länger man liegt und eben diese Schmerzen zulässt, ich glaube, desto schlimmer wird es dann, sich wirklich aufzuraffen, das erste Mal aufzustehen. Also ich bin wirklich sofort oder nach 2, 3, 4 Stunden direkt aufgestanden und habe es auch jeden Tag immer wieder weiter probiert. Also es war wirklich ein Kampf und ich hatte wirklich Schmerzen. Besonders nachts war es wirklich grausam. Aber ihr werdet merken, es wird wirklich von Tag zu Tag besser. Also ich habe echt gedacht, ich werde nie wieder mich bücken können, noch sonst irgendwas können. Aber ich wollte einfach nur so schnell wie möglich wieder fit sein und habe mir gedacht, nee, das ist ja genauso wie wenn man den ganzen Tag im Bett liegt, dann hat man sowieso das Gefühl, dass man irgendwie krank ist und schläfrig ist. Sobald man aber aufsteht und seinen Kreislauf so ein bisschen in Schwung gebracht hat, dann geht es einem einfach automatisch besser. Selbstverständlich solltet ihr euch auch nicht überlasten. Versucht wirklich genau auf euren Körper zu hören, wenn ihr merkt, okay, das war jetzt zu viel. Dann legt euch wieder hin, setzt euch wieder hin und ruht euch eben aus. Aber versucht auf jeden Fall so ein bisschen euren Kreislauf in Takt zu halten und immer wieder aufzustehen und ein bisschen was zu machen. Denn ja, das glaube ich, hat mir auch wirklich geholfen, relativ schnell fit zu werden. Kleiner Tipp am Rande, den habe ich von meiner Hebamme bekommen, damit ihr eure Bauchmuskeln nicht anspannt. Denn wenn ihr die anspannt, dann tut das nämlich ja, an der Narbe weh und manchmal wisst ihr einfach nicht, wie ihr euch bewegen könnt oder wie ihr aus dieser Position rauskommt, ohne eben das Ganze anzuspannen, weil dann tut sie wieder weh und dann ist das so ein Teufelskreislauf. Versucht auf allen Vieren, quasi auf euren Ellbogen und auf euren Knien vom Bett aufzustehen und halt eben wieder reinzuhüpfen. Also wenn ihr ins Bett geht, dann geht quasi so rein und dann stützt ihr euch ab und legt euch hin. Falls ihr aber im Bett liegt, dann rollt euch einfach zur Seite, stützt euch ab, geht quasi in den Vierfüßler und dann könnt ihr euch so vom Bett rollen. Also so wie es eigentlich kleine Kinder machen, wenn sie eben lernen, vom Sofa runterzugehen. Das ist wohl in der afrikanischen Kultur ganz normal. Das hat mir jedenfalls meine Hebamme gesagt und das hat mir wirklich super gut geholfen. Denn ich wusste nie, wie ich aus dem Bett aufstehen und wieder rein sollte. Also versucht es auf jeden Fall mal. Dann fragt hier jemand, ob ich Probleme hatte, nach dem Kaiserschnitt Joshua hochzuheben. Hatte ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe schon ab dem dritten Tag ihn im Stehen oder beim Gehen schon hin und her getragen, weil ich mich dann auch gut gefühlt habe. Die Tage davor habe ich ihn halt im Sitzen oder im Bett gehalten oder getragen. Damit hatte ich keine Probleme. Zu Hause habe ich ihn auch getragen. Also das war alles für mich kein Problem. Man soll ja nach einem Kaiserschnitt oder an sich nach der Geburt nichts Schweres heben. Und das habe ich auch nicht gemacht. Nur ihn halt. Dann die Frage, ob ich irgendwas an Pflegeartikeln für das Wochenbett empfehlen kann. Nö, eigentlich nicht. Ihr braucht wirklich gar nichts außer eben bequeme Klamotten. Dann die Slip-Einlagen, die ich euch eben gerade gezeigt habe. Ich habe wirklich beim Duschen auch nichts außer Shampoo benutzt für meine Haare, meinen ganzen Körper habe ich wirklich nur mit warmem Wasser einfach abgespült. Das habe ich aber dann auch wirklich jeden Tag gemacht, weil wenn ihr so viel blutet, dann ja, fühlt ihr euch nach einer Zeit nicht so frisch immer. Falls ihr aber keinen Bock habt, jeden Tag zu duschen oder keine Zeit habt oder so, dann könnt ihr das auch so machen. Nehmt einfach so eine Gießkanne, Karaffe oder auf jeden Fall irgendein Gefäß,
wo ihr ja euren Schambereich einfach nach jedem Toilettengang einmal kurz abspülen könnt. Das geht dann ganz einfach, bleibt einfach auf der Schüssel sitzen, wenn ihr fertig seid, und dann geht da mit dieser Karaffe einmal drüber und dann wird alles schön mit Wasser einmal ausgespült. Und so habt ihr auch wirklich immer das Gefühl, frisch zu sein, und mehr braucht ihr eigentlich auch nicht. Musst du jetzt nach 2 Wochen noch etwas Besonderes beachten? Es sind jetzt mittlerweile schon 3,5 Wochen her, als ich die Fragen gestellt habe oder in meiner Insta-Story gepostet habe, waren es eben 2 Wochen. Nee, muss ich eigentlich nicht. Also ich achte schon darauf, dass ich so wenig wie möglich an schweren Sachen hebe, aber ich merke einfach, dass ich jeden Tag immer fitter werde. Also anfangs konnte ich mich noch nicht bücken, jetzt kann ich mich bücken, ich kann wirklich fast alles machen, aber ich halte mich trotzdem zurück. Ich versuche nach wie vor wirklich extremst auf meinen Körper zu hören, dass ich da einfach nicht zu viel mache. Und wenn ich nach einer Zeit merke, okay, es geht nicht mehr, dann lasse ich es auch sein. Auch mit dem Haushalt und so weiter. Da habe ich es auch wirklich langsam angehen lassen. Mein Mann hat mich da auch total unterstützt. Und an sich braucht ihr eigentlich gar nichts beachten. Hast du danach viel geschlafen? Nee. Seitdem mein Sohn seit dem 7., 8. auf der Welt ist, schlafe ich so gut wie gar nicht mehr. Jedenfalls schlafe ich nur noch 2 bis 3 Stunden durch. Dann mit einer Pause von einer Stunde oder einer halben Stunde und dann, bis ich wieder eingeschlafen bin und so weiter. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Also mit Schlafentzug müssen alle werdenden Eltern rechnen. Ich denke, das wird sich auch irgendwann mal in ein paar Wochen oder Monaten einspielen. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch mal schaffen, 5 oder 6 Stunden durchzuschlafen. Hat man danach wirklich den Wochenfluss des Lebens? Das weiß ich nicht. Also man blutet auf jeden Fall extrem stark. Aber bei mir war das so, dass ich nur die ersten 2, 3 Tage sehr, wirklich sehr, sehr stark geblutet habe. Danach ist es wirklich von Tag zu Tag immer besser geworden. Und ihr merkt auch, je mehr ihr euch bewegt und macht, desto mehr kommt dann auch raus, was aber auch gut ist. Also heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie joggen gehen sollt oder so, aber ihr werdet merken, wenn ihr euch bewegt und mal hier was macht oder hier was macht, dann kommt auch ein bisschen mehr raus eben durch die Bewegung. Aber ich denke, das ist ganz normal und auch hier wieder bei jeder Frau unterschiedlich. Die einen haben irgendwie 4 Wochen lang wirklich jeden Tag Blutungen und die bei den anderen hört es schon nach 2 Wochen auf oder so. Also ich bin jetzt nach 3,5 Wochen, habe ich so gut wie gar nichts mehr. Ich trage wirklich nur noch so Slip-Einlagen und ja, ich merke einfach, dass es immer besser wird. Tat es danach sehr weh. Kannst du mich grüßen, heiße Lena? Ja, schöne Grüße an dich, Lena. Ich muss sagen, die Schmerzen danach waren wirklich schlimm. Aber das, was mich wirklich getröstet hat, war, dass es wirklich von Tag zu Tag immer besser wurde. Ich bin jedes Mal aufgewacht und dachte, boah, cool, heute ist noch mal ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser. Ihr bekommt auch im Krankenhaus Schmerzmittel. So ist es ja nicht. Ihr sollt natürlich so wenig wie möglich nehmen. Aber wenn ihr es zum Beispiel für die Nacht braucht, dann macht das auch. Wozu sollt ihr euch quälen? Ihr braucht den Schlaf. Dann nehmt ihr halt eine Ibu für die Nacht und für den Tag. Wenn ihr merkt, okay, das kriege ich auch so hin, dann lasst ihr das einfach weg. So habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe nach dem Krankenhaus auch immer noch Schmerzmittel genommen, aber wirklich nur, wenn es akut war und nicht einfach so, damit ich den ganzen Tag oder die ganze Nacht nichts mehr spüre, sondern wirklich nur, wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt geht es einfach nicht. Falls ihr aber doch keine Schmerzmittel nehmen wollt, dann könnt ihr auch solche Kühlgel-Pads nehmen. Die kann ich euch auch einmal in der Infobox verlinken. Die habe ich mir auch extra bestellt. Die könnt ihr euch dann einfach hier in euren Schlüpper packen oder eben auch hier. Es funktioniert wirklich wunderbar und das verschafft einfach so eine Linderung, das sage ich euch. Und es nimmt die Schwellung von der Narbe eben weg. Also die Dinger sind echt Gold wert. Und das war es dann auch schon mit den Fragen, auch mit meinen Tipps. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe mir extra hier nochmal alles notiert. Falls aber doch noch die ein oder andere Frage offen ist, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. An dieser Stelle noch ein kurzer Disclaimer. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Hebamme, ich bin keine Arzthelferin oder sonst irgendwas. Diese ganzen Tipps und Tricks basieren auf ja, meinen Erfahrungen. Und nur weil sie bei mir funktionieren, heißt es nicht, dass es bei euch auch funktioniert. Also solltet ihr das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und sprecht alles, bevor ihr irgendwas tut, sprecht es immer mit eurem Arzt oder eurer Hebamme ab. Das habe ich übrigens auch gemacht. Denn ich möchte nicht, dass ihr irgendwas tut, was ich euch empfehle und dann ja, resultieren da irgendwelche schlimmen Folgen oder sonst irgendwas. Also immer schön im Hinterkopf behalten, das Ganze vorher ja, mit den richtigen Leuten abzusprechen. Bevor wir das Video aber jetzt wirklich beenden, da ich immer sehr viele Fragen in den Kommentaren bekomme, welchen Lippenstift ich trage, welche Uhr, Accessoires, Oberteil, was weiß ich was, schaut vorher einfach mal in die Infobox. Da habe ich so eine Rubrik, ich trage, und dann habt ihr nochmal alles schön aufgelistet, welches Oberteil, Kleid und so weiter. Dann muss ich das Ganze nicht immer zigmal in den Kommentaren beantworten. Ihr könnt dann einfach mal in die Infobox gucken und dann könnt ihr direkt auf den Link klicken und wisst dann, woher die Teile sind. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis bald. Tschüss.